die Schaufelburg. Wenn sie dumm genug sind, an diesem Wochenende ein neues Auto zu kaufen, sind sie dumm genug, um zu Großgusters Höllenautos zu kommen. Schlechte Angebote, Autos, die kaputt gehen. Diebe, wenn sie denken, dass sie bei Großgusters ein Schnäppchen machen werden, können sie uns mal kreuzweise. Wir glauben, dass sie so alte Höhlenbewohner sind, dass sie auf diese Scheiße reinfallen. Garantiert. Wenn sie ein besseres Angebot finden, schieben sie sich in ihren fetten Hintern. Sie haben richtig gehört. Schieben sie sich in ihren fetten Hintern. Und sie uns ihr Angebot, ihre Freunde, ihre Frau. Wir ficken sie. Das ist richtig, wir ficken ihre Frau. Denn bei Großgusters wirst du ab Sonntag auf 6 verschiedene Arten gefickt. Und dann nehmen sie einen Spaziergang zu Großgusters. Heimat des Wettkampfpissens. Richtig gehört, Wettkampfpissen. Wie funktioniert es, wenn sie 3 Meter hoch pissen können, ohne nass zu werden? Halten sie keine Anzahlung. Warten sie nicht, zögern sie nicht, verarschen sie uns nicht, sonst reißen wir ihnen die Klöten ab. Nur bei Großgusters Höllenauto, dem einzigen Händler, der ihnen sagt, dass sie sich verpissen sollen. Beeilen sie sich, Arschloch. Dieses Angebot endet in dem Moment, nachdem sie uns einen Scheck ausgestellt haben. Und sie ziehen besser nicht ihren Schwanz ein, sonst sind sie ein toter Mann. Fahrt zur Hölle. Großgusters Höllenautos. Offenburgs schmutzigster und exklusivster Heimat für die meisten Hurensöhne in Baden-Württemberg. Garantiert.